Rocky, guck dir das mal an, bitte. Dreh dich mal um. Warte mal eine Sekunde, ich muss gerade das Ding drehen. Da bin ich gerade kurz erschrocken. Wie die brodeln. Oh, lol. Alter, das ist ja eine richtige Furie. Alter, wie viele Knochen hier rumliegen, Alter. Oh, Regenwasser, Rocky. Hier, Luke, mach mal deine Samen hier rein. Welche Samen? Hier, die kannst du hier reinbaddeln. Was war das denn? Ich kann, ja, okay, jetzt habe ich hier irgendwas reingemacht. Ja, okay, sind kleine Hügelchen drin, gut. Oh nein, das Feuer ist aus. Die Leichen haben das Feuer erstickt. Alter, wie viele Knochen hier rumballern. Alter, wie eklig das ist hier. Das Feuer ist komplett weg. Ich sehe das Feuer nicht mehr. Guck dir das mal an, Alter. Das sieht aus wie bei irgendwelchen Ureinwohnern, die alle aufgefressen haben. Oh doch, warte, hier ist das Feuer. Oh. Jetzt müssen wir es nur irgendwie schaffen, das zu füttern. Ah ja, oh, wunderbar. Alter, wie eklig das ist, ganz im Ernst. Alter, ist okay, ja warte, ich gucke, ich mache mal hier den hier. Items needed hunting shelter. Nee, das bringt halt nicht, ne? Wir bräuchten halt irgendwas zum Nachtüberspringen, das würde uns ja schon reichen. Ja, aber normalerweise macht man das doch in diesen Hütchen hier oder so. Ich speichere mal kurz, ja. Rockholder, Stickholder, Lockholder, Locksled. Geil, wir können uns so einen Schlitten bauen, Luke. Ja, dann? Und da können wir dann, aber das brauchen wir momentan noch nicht. So, ich gehe schon mal hier, du weißt schon. Wir können ja hier unten so eine Art Ausrüstungs-Area machen, weißt du? Und da, wo die... Das ist halt Ausrüstung und Essen und sowas. Und da oben machen wir nur ganz wenig, dass die Viecher uns eventuell nicht sehen. Was auch wenig leuchtet oder so irgendwas. Und dann, Hört sich gut an. Knallen wir da oben halt echt nicht so viel. Wie viel Sticks hast du? Hast du noch Sticks? Ich habe hier so ein Trocknungsding gebaut, deswegen. Da kannst du mal noch ein paar Sticks ranbaddeln. Bist du schon wieder in der Hütte? Nee, ich bin hier oben beim Baumhaus bauen. Achso, das war das, was da gerade so geschrambelt hat. Ja, ich brauche ein bisschen Holz für das Baumhaus. Aber pass deswegen auf, dass nichts auf unsere jetzt Kaninchenfalle fällt, ne? Hier ist nämlich eine Kaninchenfalle, guck. Hier, direkt neben mir. Nicht nur so ein Kaninchengehege? Ja, wie willst du denn... Hä, du willst doch keine Kaninchen züchten, oder? Ja, keine Ahnung. Sieht aus wie so ein Gehege, deswegen. Ich dachte jetzt, das ist eine Falle. Warte mal, wie heißt das denn? Wie heißt denn das in dem schlauen Buch? Essen mehr, ey. In dem schlauen Buch heißt das Ding Rabbit Cage. Store live rabbits in a cage and watch them multiply. Oh, scheiße. Aber wie store ich die denn da drin? Da brauche ich doch hundertprozentig irgendein Lockmittel. Keine Ahnung, ey. Ja, ich brauche ja einfach für das Ding, weißt du, wie viel Holz ich hier brauche, hier oben. Okay. Ah, hier, Animal Trap. Alter, da... Oh, Gottes Willen. Okay, dafür brauche ich jetzt... Ich würde gerne mal wissen, wie ich irgendwas wieder abbaue, weil dann ist das Ding ja vollkommen... unnötig, was ich da gebaut habe. Da kann ich meine Rohstoffe dann besser woanders rein investieren. Ich frage mich, ob die Bäume wieder nachwachsen. Die musst du bestimmt auch anpflanzen. Irgendwie, weiß ich nicht. Deswegen wohl, der Baum, den ich vorhin gefällt habe, der ist jetzt wieder da. Vielleicht sind die auch einfach, nachdem man das neue lädt, wieder da. Was aber irgendwie auch doof wäre. Oh, nochmal kann ich mir vorstellen. Ja, wir haben keine Bäume mehr bei uns in der Nähe unserer Base. Ja, ich lade mal kurz nochmal neu. Ja. Das ist natürlich auch nicht so geil. Also ich glaube, abreißen kann man Sachen bestimmt irgendwie, aber ich glaube, die Sachen kriegst du nicht wieder. Ja, ist egal. Hauptsache, es steht nicht mehr so dumm hier rum, weil das geht mir richtig auf den Sack.
frage mich, was passiert, wenn man den Baum fällt, wo das Baumhaus drin ist. Und vielleicht fällen den Baum ja die Gegner, weißt du? Boah, das wäre richtig dumm, ey. Vielleicht in einer schönen Sommernacht, in der wir uns da oben verbarrikadieren, ja, kommt so ein Gegner an und sagt einfach unsere gesamten Träume. Okay, ich brauche einen scheiß Stock. Aber weißt du, wenn, dann wären wir wenigstens in dem Baumhaus da oben so halbwegs sicher. Ja, halbwegs sicher ist ja immer so ein Ausdruck, ne? Da können wir dann am nächsten noch ausprobieren, ob was da passiert. Wer weiß, vielleicht springen die auch in das Baumhaus rein, keine Ahnung. Das wäre natürlich geil, wenn mir jetzt ein Kaninchen in die Lappen geht, weißt du? Und dann lasse ich dich multiplizieren und dann ballert. Na, brauchst erstmal zwei Kaninchen. Und dann auch noch ein männliches und ein weibliches, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob das egal ist. Also, ich glaube, das ist egal. Ob zwei Kaninchen gleich zwei Kaninchen sind oder ob die zwei adoptieren Kaninchen halt. Ja, adoptieren. Hallo, Frau und Herr Hase, wir würden gerne ein Kaninchen adoptieren. So, ich brauche zwei Stöcke. Warum habe ich eigentlich noch das Licht an? Das kann man ja mittlerweile mal wegmachen. Wo haben wir ja schon wieder keine Ausdauer mehr, den Lappen, ey. Ja, irgendwie ist es mit der Ausdauer, mit dem System hier ziemlich komisch. Ich weiß halt nicht, inwiefern die Dinge hier noch weiter wachsen, die ich jetzt hier eingepflanzt habe. Ich warte einfach mal noch eine Minute. Ah, ja, dann haust du halt nicht mehr drauf und jetzt. Na also. Baumhaus ist es fertig. Wirklich schon? Ja. Da kann man hochklettern, wie geil. Wow. Ich hätte einen kahlen Baum aussuchen sollen. Warum? Komm einfach her. Haben wir jetzt da drin so viel Gestrüpp oder was? Ja. Oh nein. Ey, hier sind Mangos bei mir. Können wir gleich mal gucken, ob die hier hochkommen. Kannst sie ja mal versuch's anlocken. Doch. Oh lol, was ist denn das für ein Boss, Alter? Okay. Hm? Der sieht gefährlich aus. Mhm. Aber ich glaube, die kommen hier nicht rauf. Ich komm auch mal. Ja. Der hockt auf dem Baumstamm, der Junge. Also ich weiß nur, dass die Viecher wohl auch in den Bäumen sich bewegen können sollen. Boah, der ist weggerannt. Der kommt jetzt bestimmt zu mir. Oder er umrundet dich einfach nur. Und Luke, dann bist du am Sack. Die Aussicht ist schön, ich hätte nur gerne ein bisschen mehr. Guck mal, hier ist eine Olle bei mir. Hi. Ja, hier ist auch der Boss, der steht die vor meinem Baumhaus. Die ist ja kahlbrüstig. Okay, hinter dir ist der Boss, Alter. Er rennt halt weg. Ich sehe hier keinen Boss. Ja, egal, komm hier rauf. Es ist noch Tag, Luke, wir müssen mehr machen. Lol. Luke! Wo aber bist du? Sie ist positiv, wir brauchen zu Weihnachten keinen Weihnachtsbaum ins Haus holen. Oh Gottes Willen. Wir haben keinen hier oben. Ja, aber hier könnten wir sicher sein die Nacht über, weißt du? Ja, ist da auch Licht drin? Nö. Also müssen wir komplett dunkel leben. Ja, wir können ja da eine Feuerstelle reinmachen, warte mal. Reinmachen in ein Holzbaumhaus. An einem Baum. Warte. Eat something or get some rest? Was heißt denn some rest getten? Können wir uns irgendwo reinlegen? Oder wie? Hä? Das ist etwas, was ich noch nicht so ganz verstanden habe. Hast du jetzt da oben drin Feuer gemacht oder was? Ja. Ist nicht dein Ernst? Wieso? Oh Gott, der hat wirklich ein Feuer gemacht. Naja, wir brauchen da oben ja ein bisschen Licht, das stimmt schon. Boah, Lu, guck mal, was ich mir gebaut habe. Was hast du denn gemacht? Jo, wo hast du denn so eine Hacke her? Ich will auch so eine Hacke machen. Ja, gib mir einen Stick. Kriegst du meine? Hier, nimm meine. Da. Hab sie. Was braucht man noch für die Hacke? Ein Stein, ein Stock und? Ich hab meine weggeschmissen. Ein Stein, Sachen Stock und gar nicht ein Seil. Ach nee, ich hab's dir noch, alles gleich, kannst du nur nicht ein Stein, scheinbar. Stock und ein Seil? Ja. Und ich wüsste unglaublich gerne, wie man restet, um ehrlich zu sein. Aber auch so ein Moped. Ist die besser? Keine Ahnung, ich hab sie mir einfach gebaut, die war die da. Die hat angezeigt. Mehr Block auf jeden Fall. Und ein bisschen mehr Damage.
Und ich wüsste trotzdem gerne, wie wir resten können. Weil ich glaube, im normalen Spiel kannst du schlafen, ne? Also ja, im Singleplayer. Weißt du, was ich hier habe, Rocky? Was denn? Ich habe das mit einem Close kombiniert, das kann ich jetzt anzünden. Ja, ich habe eben auch schon probiert. Aber das ist mir alles zu heiß, weißt du? Achso. Obwohl, warte mal. Ich habe, glaube ich, gar keine Kleidung. Kein einziges Close? Ich habe davon 72, Alter. Ich habe davon noch 57. Ja. Wollte gerade sagen. Pam. Ich habe ja auch noch Hölzer runtergeworfen, falls wir die hier unten noch brauchen. Ich habe, glaube ich, unser Flugzeug wieder gefunden. Nice, dann kannst du gleich mal ein paar Medikamente rein mitnehmen da. Ich guck mal, was wir noch so bauen könnten. Ja, hab unser Flugzeug. Bin ja überlegen, ob es sinnvoll ist, wirklich so ein eingezäuntes Gebiet zu bauen. Weißt du, so eine richtige Mauer, ey. Hier liegt noch voll viel Scheiß rum. Warum haben wir den beim ersten Mal nicht mitgenommen? Weiß das nicht. Alter, was ist das denn hier? Was denn? Luke? Ja? Ich gehe da mal ganz kurz runter. Da haben wir auf den letzten Drücker noch eine Höhle erwischt. Mal sehen, was da drin ist, aber erst in der nächsten Folge von The Forest. Ich würde mich selber einen Kommentar oder eine Bewertung freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.